und so beim Spargel ist halt einfach die Frische. Und das haben wir jetzt gesehen, wir sind ein mini kleiner Betrieb. Mhm. Und das garantiert auch auf eine Art, dass er so frisch ist, weil du musst halt immer schauen, dass du halt einen Absatz hast. Und das Schöne ist ja, dass wir eben so Kunden haben wie euch, die dann wirklich schauen, dass die Frische verarbeitet. Und das ist halt beim Spargel auch und so. Ja. Seit wann macht ihr Spargel in die Familie? Seit 1945, ja, also schon ewig. Also wir haben auch wirklich schon Stammkunden seit Jahr und Tag. Und ich muss ja auch, ich bin immer ganz stolz, wie ihr auch, ihr kommt jetzt von Lörrach auf Efringen, geht Spargel holen. Ja. Da ist ja auf dem Berg von Lörrach zu uns, gibt es ja ganz viel Spargel unterwegs. Und da kommen auch Privatkunden, die extra von Lörrach daherkommen. Und da bin ich auch immer ganz stolz, weil sie sagen immer, mir schmeckt der Unterschied. Ja. Also jeder wird mal verführt und kauft irgendwo anders. Und dann kommen sie immer wieder und sagen, oh, eure Spargel sind einfach super. Und es ist eigentlich nicht jetzt, Boden macht sicher auch beim Spargel etwas aus, aber es ist wirklich eigentlich das A und O ist die Frische. Ja. Also umso frischer, umso besser. Ja. Und beim Spargel, das ist ein Saisongeschäft, ich habe gerade gefragt, wie viel Spargel wir essen. Also im Moment gibt es bei uns jeden Tag mindestens einmal Spargel, wenn nicht zweimal Spargel. Wir essen wirklich satt Spargel die Zeit und dann lenkt es auch wieder für ein Jahr. Also wir gefrieren auch nichts ein oder machen sonst irgendetwas, sondern wir essen in der Zeit, wo es gibt. So auch mit der Erdbeere, in der Zeit, wo es die gibt, wird gegessen, bis sie ist zu den Ohren rauskommt und dann hat es wieder ein Jahr. Also, merci vielmals, dass ihr gekommen sind. Bis zum nächsten Mal bei euch beim Essen. Auf Wiedersehen. Also, tschüss. Tschüss und vielen Dank. Die Gläser können wir gerade gehen.